Gebäudebrand, so lautet unser Einsatzstichwort und wir übernehmen den Maschinisten auf der Drehleiter und rasen mal jetzt schnell zum Einsatz. Achtung, Brandschutz, Zimmerbrand, Einsatz für ELW, LF24, DLK2312, TLF1, RTW1. Genau, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Notruf 112. Wir übernehmen den Maschinisten auf der Drehleiter. Und da sieht man auch mal, das Display funktioniert wieder. So, dann stellen wir schon mal ein hier. Einsatzleiter Florian Mülheim von 124, 1 an Leitstelle. Leitstelle hier Florian Mülheim, höre. Sind auf dem Weg zum Einsatzort. Können Sie uns nähere Informationen geben? So, es wurde eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster gemeldet. Laut einer Anwohnerin haben alle. Okay, es war schon vorbei. Haben alle Anwohner bereits das Haus verlassen. So, dann müssen wir mal schnell los jetzt. Ich hoffe, dass es ein schön großes Feuer ist und nicht wieder irgendwie so ein kleiner lächerlicher Schrank, der da brennt. Natürlich ist es auch gut, wenn es nicht so groß ist und es der Bevölkerung gut geht. Oder, naja, jetzt geht es der Bevölkerung ja nicht gut, aber wenn es nicht so ein großer Brand ist. Aber wir hatten schon lange keinen großen Brand mehr, deshalb brauchen wir wieder einen großen, ne? Uiui. Oh Gott! Da hat der Kollege vor uns einen Unfall gebaut. Ah ne, wir sind schon da tatsächlich. Okay, hier geht's halt. Einen Unfall hat er nicht gebaut. Wir sind schon da. Nochmal schnell am Einsatzort angetroffen. Müssen wir noch warten, bis der Rettungswagen da ist. So, los geht's. Bin gespannt, in welches Haus wir denn eigentlich müssen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier hinten nicht den Arsch zugeparkt oder sowas. Nee, okay, an die Schlauchhaspeln kommen sie noch. Das ist nämlich das Wichtigste, dass sie noch an die Schlauchhaspeln kommen. So. Dann schauen wir mal, was uns denn erwartet. Hier, und zwar. Okay, es geht wohl wahrscheinlich in das Haus da vorne. Dann übernehmen wir mal den Angriffstrupp des LFs. Müssen wir, glaube ich, hier an Hohlstrahlrohr ran. Da ist es, das Hohlstrahlrohr, zack. So, dann bereite ich mich schon mal vor, ins Feuer zu gehen. Während die hier noch alles am Verteiler anschließen. Genau. Tatsächlich ist mir aufgefallen, die Schlauchaspel benutzen wir eigentlich nie. So. Da kommt der Kollege jetzt mit unserem Schlauch. Verteiler ist dran. Jawohl. Zack, auspacken. Steckt ja schnell ran. Und dann müsste es für uns auch schon losgehen. Da geht's los, genau. So, schnell Hohlstrahlrohr verbinden. Zack. Führe den Löschangriff durch. Ich glaube, es geht in das Gebäude. Feuer im Gebäude. Oh, tatsächlich, hier sind wir. Feuer im Gebäude, Angriffstrupp in den Innenangriff. Okay. Ich weiß noch nicht, wo es brennt. Ich glaube, es brennt hier. Oh ja, es brennt hier. Ja, es brennt hier. Dann gehen wir mal schnell rein. Okay, es ist nichts Großes, es ist eher so ein kleiner Schrank, der brennt. Naja, dann hoffen wir mal, dass der schnell gelöscht ist. So. Nicht kein Großbrand wieder irgendeine Küche oder sowas. Schade. Schade, schade. Aber zum Glück nur was Kleines. Dann können wir dem Anwohner hier sagen, dass er wieder eigentlich seine Wohnung schnell betreten kann. So. Okay. Feuer schon gelöscht. Ein bisschen mit 13 Bar Wasser raufgehalten. Druck in der Leitung 13 Bar Wasser raufgepumpt und dann war er auch gut. So, dann legen wir mal das auf den Boden ab. Sägeschlauchende entfernen. Auf den Boden ablegen. Dann einmal das Hohlstrahlrohr entfernen. An das LF packen. Und dann übernehmen wir mal wieder den Kollegen von der Drehleiter und lassen den Rest von den Kollegen machen. Habe ich das. Ach, ich habe das C-Schlauchende in der Hand. Okay. Gut, dann machen wir das so. Zack, übernehmen wir den Maschinisten. Genau, so verstanden. Jetzt kommen wir wieder verspätet die Einsatzmeldung. Aber die Drehleiter ist eigentlich wieder einsatzbereit über Funk. Genau. So. Genau, die haben alles zugemacht. Perfekt, jetzt muss nur noch die Schlauchhaspel ran. Ich setze mal ein bisschen zurück. Da auch besser rankommen. So. Und dann geht's auch schon zurück auf die Feuerwache. Genau. Zack.
Jetzt biegen wir hier rechts tatsächlich in eine Straße rein. Ich wusste gar nicht, dass man... Na, hier kann man da wohl auch durch. Ja, war jetzt ein nicht allzu großer Einsatz. Natürlich fahren wir immer raus auf Gebäudebrand. Da wissen wir nie, was uns erwartet, in welcher Straße. Es war auch hier recht nah an der Feuerwache dran. Von daher lief doch alles eigentlich ganz gut. Bin ich mal gespannt, was im Einsatzbericht drin stehen wird. Alter, der bremst aber auch wie so eine zweite Legende. So, dann nehmen wir mal wieder unsere Abkürzung hier. Auf die Feuerwache, nicht wieder über den konventionellen Weg, dass wir da schön an der roten Ampel warten. Und wir können ja einfach raus. So, jetzt und schon wieder möchte hier einer rüber. Nee, ich muss jetzt aber zuerst hier, weil ich Feuerwehrauto bin. Gut, weil ich auch Feuerwehrauto bin, na na. Nein, Spaß. So. Boah, ich dachte gerade, wir bleiben an der Schranke hängen. Zum Glück nicht. So. Gut. Dann kommen wir mal hier rüber. Perfekt. Parken ein. Und wir sind natürlich das erste Fahrzeug, da ich natürlich die Pro-Abkürzung kenne, die die KI nicht kennt. Gut. Perfekt. Kollege steigt aus. Wir sind wieder da. So muss das sein. ELW und LF und das TLF und der RTW sind noch unterwegs. Kommen auch gleich auf die Wache hier zurück. Da vorne sind sie. Das ist der Einsatzleiter. Genau, ich glaube, der Rettungswagen, der müsste da, der kommt von da hinten, glaube ich. Der fuhr einen anderen Weg. Tatsächlich. Jawohl. Gut, so parkt das Feuerwehrauto aber tatsächlich schneller ein. Durch diesen, ich sag mal, Bug in Anführungsstrichen. Doch nicht. Ich glaube aber erst, wenn es hier auf diesem Gelände einen Unfall baut, dann parkt es schneller. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Schaut mal. Bumm. So, jetzt hat es, laufe ich dagegen, jetzt blinkt es und zack, steht's drin. So. Können wir es auch mal kurz beschleunigen. Ne, doch nicht. Dann lassen wir es mal einparken. Sülle. Zack. Als die Einsatzkräfte kurz nach der Alarmierung am Einsatzort eintrafen, war bereits Rauch am Fenster der Brandwohnung zu erkennen. Der Löschtrupp rückte umgehend zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Das Feuer hatte sich bereits im Raum ausgebreitet und starke Hitze und Rauchentwicklung erschwerten die Löscharbeiten. Personen kamen nicht zu Schaden, da alle Bewohner das Haus bereits eigenständig verlassen hatten. Die Brandursache konnte nicht mehr ermittelt werden, da die Räumlichkeiten zu starker Mitleidenschaft gezogen wurden. Okay. Ich dachte, da steht noch irgendein cooler Grund drin oder sowas. Dass die Polizei irgendwas ermitteln konnte. Aber anscheinend nicht. Ja, dann ist es halt so. Müssen wir mal jetzt hier. Gehen wir mal wieder hoch zum Gemeinschaftsraum. Und warten mal, bis noch ein Alarm reinkommt. Aber so ein richtig schönes, großes Feuer hätte ich ja auch mal wieder da. Ein Großbrand von dem Supermarkt gibt. Jetzt haben wir ja wieder, glaube ich, einen Supermarktbrandalarm. Der dritte in Folge diesmal. Dann schauen wir mal, wo wir diesmal raus müssen. Dann übernehmen wir wieder den Kollegen. Ne, dann fahren wir halt auf dem Einsatzleitwagen mal jetzt raus. So. Achtung, Brandschutz, Brandmeldeanlage, Einsatz für ELW, LF24, DLK 2312, TLF 1, RTW 1. Genau, da haben wir jetzt wieder einen Alarm. Irgendeine Brandmeldeanlage, müssen wir mal gucken, dass wir schnell zu da kommen. So, Motor an, Abendlicht, Signalleuchte, und dann fahren wir mal raus. Jetzt funken wir nochmal eben mit der Leitstelle, warten bis noch die Kollegen vom Löschzug bereit sind. So, Motoren sind schon an, da kommt das LF rausgeschossen. Fahren wir rechts ab, okay, dann geht's wahrscheinlich wieder nach vorne zum Supermarkt, genau. Gucken wir mal, was heute brennt. So, Platz da, Kollege von der Polizei. Perfekt. Oh ja, der Kassenbereich steht schon wieder in Flammen. Können wir das eigentlich nochmal schnell löschen? So, ist aber komisch, dass er schon wieder brennt, der Kassenbereich. Den haben wir doch letztens erst abgelöscht. Was mir übrigens mal gerade auffällt, sogar hier vorne am Kennzeichen des ELWs gibt es Blitzer. Das kleine LEDs, ist ja richtig nice gemacht. Cool. So, Warnblinkanlage noch anmachen und Heckwarnanlage und dann sind wir auch heute vollständig. Zack. Schnell raus hier. Gehen wir mal nochmal das Feuer löschen. Hier geht nämlich der Angriffstrupp Führer ins Feuer.
Genau. Dann gehen wir schon mal an das Hohlstrahlrohr. Zack. Hat er schon mal. Muss noch ein Unterflurhydrant gefunden werden? Na, da ist ja schon einer. So. Kommt gleich das erste Schlauch. Der erste Schlauch. Nicht das erste Schlauch, der erste Schlauch. Und dann noch hier ein C-Schlauch, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. So, die Drehleiter wird auch an den Verteiler angeschlossen. Löschwasserversorgung zum LF. Zack, Verteiler ist dran. Jetzt wird das zum Fahrzeug angeschlossen. Boing. Und jetzt kommt unser Rohr. Unser Schlauch hier. Gleich ran. Da ist er. Der C-Schlauch. Jawohl. Gut. Machen wir das mal hier ran. So, ich muss schnell verbinden. Dann gehen wir mal schnell wieder vorne rein. Kann losgehen, Wassermarsch. Genau, pumpt mal bitte Wasser ran. Am Einsatzort angetroffen sind wir auch mittlerweile. So, dann löschen wir das mal hier schnell. Ganz prompt und unauffällig. So, wird natürlich auch wieder fett in der Presse stehen. Schon wieder nach 2 Tagen brennt der Supermarkt von nebenan. So, hier noch ein bisschen ablöschen. Genau, da unten. Na komm. Ah, irgendwie will das Feuer hier nicht kaputt ausgehen. Ich wollte gerade sagen, will das Feuer nicht kaputt gehen. Das ist auch gut. Ja, es ist schon ein bisschen später. Verzeiht mir, wenn ich das da falsch sage. Oh Gott, hier brennt ja noch was direkt vor unserem Gesicht. Schlimm. So. Es wird hier immer zu einer dickeren schwarzen Rauchwolke, zu einem Pilz. Genau, aber dann löschen wir noch den Tabakbereich, hier unten noch das Regal, wo die ganzen Tüten hingen. So, jetzt ist das Feuer gelöscht. Und dann können wir auch abbauen. Drehleiter wird wieder eingefahren, genau. So, bringen wir mal alles für den Kollegen vor. Perfekt. Gut. Die bauen das jetzt ab. Einsatzbericht. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, konnten sie bereits eine starke Rauchentwicklung bei der Kern. Umgehend wurde ein zweiter Löschzug als Verstärkung gefordert und mit den Löscharbeiten im Innenangriff begonnen. Trotz der schweren Ausmaße des Brandes konnten die Einsatzkräfte die Lage schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell nach der Ursache des Brandes. Ja, und das war es auch schon unser Einsatz. Habe mich zweimal ein bisschen versprochen. Würde ich einmal sagen, das war's auch schon für die heutige Folge. Notruf 112. Ich würde mich natürlich wie immer selber eine Bewertung freuen. Und über Feedback in den Kommentaren. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Notruf 112. Die kommen dann auch schon morgen natürlich, wie immer um 14 Uhr. Also bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Es sind hier noch ein paar Folgen und ein paar Videos. Falls ihr mir noch zuschauen seid, würde ich mich natürlich selber ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Passt auf euch auf.